So, da bin ich auch schon wieder zurück und wie ihr seht, mit Mario Kart gestern ordentlich Punkte gemacht. Ihr wisst ja, ich streame auf Twitch. Erstmal Dank an jeden, der da zwischendurch mal vorbeiguckt. Also es macht wirklich Spaß, auch mit euch zu fahren oder sonst irgendwas. Man trifft halt auch viele neue Leute. Ist eine ganz andere Community als zur Fortnite-Zeit. Aber wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ich komme jetzt erstmal zu was anderem, nämlich sehr positive Sachen. Wir haben gestern im Stream noch drüber geredet. Da ist es. Wir bekommen ein Update in Mario Kart. Und zwar sowas wie, ja, wie nennen die Streckenpass, nennen die das Ganze. Das Ganze soll 25 € kosten, aber ich habe schon gesehen, wenn du den Online-Erweiterungspass hast, warte, ich zeige euch das gleich mal. Ganz einfach eigentlich. So, hier sind erstmal die Strecken, die am 18. März kommen. Dauert natürlich noch ein bisschen. Aber auch was ich hier gelesen habe, die erste Welle startet am 18. März 2022 bis Ende 23. Es ist in meinen Augen, könnte es auch ein Zeichen dafür sein, dass die nebenbei auch schon woanders dran arbeiten. Also ist auf jeden Fall eine gute Info. Wir gucken uns gerade mal das Video an. Weil das habe ich mir noch nicht angeguckt. Okay, wir sehen erstmal Werbung. Aber da kann ich euch gerade was anderes zeigen, nämlich die meinen damit diesen Pass. Warte mal. Jetzt hoffe ich nur, dass ich so reinkomme. Weil es gibt ja einmal, dass du online spielen kannst und dann auch noch für die N24, 24 hier, für die N64 diesen Pass. Und den habe ich mir halt auch geholt und damit ist das dann quasi auch schon abgeschlossen. Ihr seht hier Nintendo, Super Nintendo und Nintendo 64. Wenn ihr den Pass habt, müsste es eigentlich schon mit drin sein mit Mario Kart, aber genaueres werde ich erst dann sagen, wenn es auch soweit ist. Weil nicht, dass ihr euch den Pass holt, weil dann ist es im Endeffekt günstiger, wenn ihr euch den Pass dann für 30 € holt, anstatt halt dann für 25 €. Weil da habt ihr halt Nintendo 64 noch dabei und Sega Mega Drive. So, jetzt können wir uns das Video doch schnell angucken. Zack, zack, zack. Zack. Noch Ton. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ach Gott, die alten Strecken. Die kenne ich auch noch. Paid DLC courses will be coming to the Mario Kart 8 Deluxe game. Das Geile ist halt wirklich, dass wir gestern noch drüber geredet haben. Is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario. So, wir sehen. Aus jedem Mario Kart kommen die Strecken. Jedem. Mario Kart Games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Das heißt, wir kriegen doppelt so viele Strecken, als wir jetzt schon haben. Das ist geisteskrank. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, Ah, die ist auch geil. and Tokyo Blur will be included in the first Gut, das kenne ich nicht. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Warte, steht das da? Mario, warte mal, Membership, Salt, Savory und bla bla bla. Da steht's, glaube ich, jetzt nicht. Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin February 9th on Nintendo eShop. You can enjoy this DLC. Siehst du? At no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Membership. Ja, das ist es. Nämlich, wenn du es als Expansion Pack schon hast, hast du Nintendo 64 dabei, was ich euch eben auch gezeigt habe, dann Sega und Animal Crossing, ich glaube ein DLC. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Und ich habe halt diese sag schon, Familienmitgliedschaft. Plus halt noch das Expansion.
Also ohne Quatsch, da kommt einiges auf uns zu. Also, wer Bock hat, jetzt ein bisschen Bock hat generell auf Mario Kart, kann natürlich gerne im Stream vorbeischauen. Wir gehen gleich wieder rein. Mal gerade gucken, ist schon irgendeiner da? Ja, ihr seht, die Freundesliste wird immer länger. Ja, Melly ist schon am Spielen, Henry ist schon am Spielen. Ihr seht, es werden immer mehr. Wenn du Bock hast mitzufahren, komm einfach bei mir im Livestream vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.